Wie haben Sie Ihre Leidenschaft für Fotografie entdeckt? Das fängt eigentlich in meiner Jugend an. Ich hatte einen Freund, der hatte ein Labor und da war ich immer schon mal fasziniert von der Fotografie. Dann hörte das auf und ich habe bei der Bundeswehr war ich im NATO-Stab und habe 24 Stunden Wachdienst gemacht in diesem Stab. Da hatte ich einen Kollegen, der war Fotograf und von dem habe ich mir erzählen lassen, wie es funktioniert mit Blende und Verschlusszeiten. Dann habe ich mir während der Bundeswehrzeit noch meine erste Kamera gekauft. Das war der Beginn. Hatten Sie ein Vorbild? Oh, es gibt viele. Also ich sage generell immer, auch das gilt auch in die Zukunft, man sollte seine Väter lesen. Also sich erstmal orientieren, was schon fotografiert worden ist und wer die Großen waren. Und da gibt es beinahe unendlich. Also beim Stern damals, ich habe mich sehr am Stern orientiert, was Robert Lebeck, Thomas Höpker zum Teil und sonst gab es natürlich Cartier-Bresson und all solche Größen. Und jetzt wird gerade in Hamburg Guy Bedon ausgestellt. Das war auch einer meiner großen Helden damals. Da habe ich mir immer mal die französische Vogue gekauft. Und außerdem bin ich dann jeden Sonntag, glaube ich, zum Hauptbahnhof gefahren und habe mir die englischen Magazine gekauft oder die haben sie mir teilweise auch gegeben. Das war sehr nett. Und Sunday Times Magazine und so weiter. Das Warum waren die so. Ausländischen? Die hatten tolle Fotografen und eine ganz andere Fotosprache. Da war ich fasziniert. Das waren so. Und natürlich so die großen Live-Kollegen und Kriegsfotografen wie Philip Griffiths Jones und natürlich Herrn Eisenstedt und da gibt es unendlich. Es gibt auch so, da muss ich sagen, es gab damals in New York am MoMA, gab es einen kleinen Raum, einen kleinen Fotografieraum, permanenten. Und das hatte für mich immer was Sakrales. Da waren also die großen Fotografien, ja, eigentlich der Fotogeschichte, waren da ausgestellt. Und das hatte, wie gesagt, für mich was Sakrales und da bin ich gern reingegangen. Da waren dann sozusagen die Vorbilder, die Väter zu Hause. Sie haben gesagt, Sie haben sich früh zum Stern hin Ja. orientiert. Warum der Stern? Der Stern war damals, was Fotojournalismus anging, vergleichbar mit Time, nee, mit Live, Entschuldigung. Also das deutsche Live. Die hatten dann, Hilfe. Die hatten tolle Reportagefotografen. Und es waren damals, glaube ich, über 20 Fotografen und die hatten weltweit, die waren sie die Besten, also was Fotojournalismus anging in der Zeit. Haben Sie eine richtige Ausbildung auch genossen als Nein, Fotograf? ich bin Autodidakt. Ich bin gelernter Elektronikmechaniker im Flugzeugbau, hier beim Hamburger Flugzeugbau. Das habe ich 3,5 Jahre gelernt und danach später nochmal nach meiner Bundeswehrzeit 1,5 Jahre gearbeitet, um Geld zu verdienen, um mir Kameras zu kaufen zum Beispiel, weil ich schon in der Zeit ja wusste, dass ich Fotograf werden wollte. Und das war sozusagen mein Ursprung. Ich habe das nie gelernt, totaler Autodidakt. Sie sind aber dann schon mit 20 Jahren, haben Sie ja schon Ihre ersten Bilder an Zeitungen Ja. verkauft. Wissen Sie noch, was diese ersten Bilder oder eines Ihrer ersten Bilder, was so, ja. Es war so, ich habe irgendwann mal Sven Simon, sprich Springer Junior, kennengelernt und den gebeten oder gefragt, wo ich denn Bilder verkaufen kann. Und dann sagte er, ich möchte ihm mal ein paar Bilder schicken. Das habe ich dann auch. Und dann hat er mir eine Liste gemacht mit Zeitungen, wo man frei Bilder verkaufen konnte. Das fing dann an, also Stern, Spiegel, Zeit, damals noch das Allgemeine Sonntagsblatt, selbst Konkret, zahlte sehr gut. Und das waren so die Anfänge. Und da hatte ich auch diesen Kontakt schon zu Sven Simon, der mein erster Chef wurde später. Dann sind Sie ja genau, mit 24 waren Sie dann auch Leiter der Ja, Sven-Simon-Bildagentur. das entstand dadurch, dass ich Rolf Gillhausen kennengelernt habe. Und der empfiehlt mich an Springer Junior, der mich wiederum schon kannte. Und dann waren wir uns auch beim Frühstück ganz schnell einig, dass er mich nahm als ersten Büroleiter seiner Bonner Vertretung. Er hat ja sehr viel Sport gemacht und ich war der Erste, der die Politikschiene eröffnet hat.
War das auch da, wo Sie eigentlich hin wollten, also mit Ja. Menschen arbeiten? Ja, ich kam ja, also als ich frei arbeitete, habe ich oft Wahlveranstaltungen gemacht, weil da konnte man Porträts von Politikern machen, ohne dass man einen Kunden hat. Und die habe ich dann später angeboten, verschiedenen Zeitungen. Ich glaube, die Welt am Sonntag hat mein erstes Bild gedruckt damals. Also bin ich von Redaktion zu Redaktion mit meiner kleinen Auswahl gegangen und habe denen meine Bilder angeboten, die ich zeitlos in Wahlkämpfen fotografiert habe.